Hallo, willkommen beim Klausenbecker Report. Heute mit dem Thema Gold im Aufwärtstrend. Disclaimer. Gold im Aufwärtstrend. Gold wird in den nächsten Monaten ein neues Allzeithoch erreichen. Im ersten Quartal 2023 kommt es vermutlich noch zu einem Börsenrückgang kommen, der auch eine kleine Korrektur bei Gold auslösen könnte. Danach dürften Goldaktien überproportional steigen. Aber weil man das nicht wirklich timen kann, sollte man bereits jetzt investieren sein. Ja, ich werde ein Video von dem Herrn Zulauf nochmal verlinken, das er gerade gesagt hat. Der hatte gesagt, mehr oder weniger, dass es irgendwo einen neuen Markttiefpunkt, jetzt allgemeiner Aktienmarkt, im ersten Quartal nächsten Jahres geben sollte. Kann sein, kann nicht sein. Und er sagte dann auch, nach diesem Tief gibt es dann eine normale Aktienrallye und auch Rohstoffrallye inklusive Goldrallye bis 2024, 2025. Also, dass im Grunde nochmal rausgeschmissen wird. Das kann man allerdings meines Erachtens für Gold- und Silberaktien, das zu sagen, ist unheimlich schwer, weil Sie sehen ja jetzt, dass einige Top-Gold- und Silberaktien auch teilweise sich schon verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben in einigen Fällen. Klar, die Masse hat noch nicht angezogen, das kommt noch. Und man muss natürlich versuchen, jetzt bei den Dynamiken mit bei zu sein. Ob man dann genau, sag ich mal, eine mögliche Korrektur teilen kann, wage ich zu bezweifeln. Also muss einfach Top-Gold-Aktien weiterkaufen, Positionen kaufen. Und vielleicht kommt sie auch nicht so, diese Korrektur. Oder sie hat überhaupt gar keinen Einfluss auf Gold- und Silberaktien, das wissen wir gar nicht. Ich denke einfach, der beste Weg ist eben Penny-Gold-Aktien, also Top-Penny-Gold- und Silberaktien, weiterzukaufen, gegebenenfalls Rücksetzer für weitere Käufe zu nutzen. Es kann meines Erachtens auch jederzeit sein, dass wir jetzt ganz schnell zum Beispiel hier, wie dieser Statist meint, Richtung Allzeithoch kommen, also 2100 Dollar, dann vielleicht eine Korrektur und dann geht es nochmal weiter. Möglicherweise sehen wir, das hatte ich ja auch mal gesagt, vielleicht nächstes Jahr 2400 Dollar, bevor dann eine größere Korrektur kommt, wie auch hier angezeigt ist. Das alles, das würde denn im gewissen Sinne bedeuten, aufgrund auch des zunehmenden allgemeinen systemischen Risiko, auch politisches Risiko, was die Minen betrifft, dass vermutlich dann dieser Punkt hier der optimale Goldaktienverkaufspunkt wäre. Ja, nur eine Abschätzung. Irgendwann ist es vielleicht Mitte nächsten Jahres, wie auch immer. Aber wer will das teilen? Wir wissen nur eins, wir stehen vor dieser Gold- und Silberaktienrallye und keiner kann sagen, ob es da für uns nochmal Top-Einstiegspunkte gibt. Aber wie gesagt, das Video, ansonsten sehr informativ von dem Zulauf, werde ich auch weiter verlinken unten im Video. Goldprojektgenerator Neufundland, 3,85 Millionen kanadische Dollar. Marktkapitalisierung logischerweise Gamble, sehr hohes Risiko, also winzige Marktkapitalisierung. Sie sehen es auch am Aktienchart hier seit 2021, ja, also 90% Verlust. 90%, also von 50 Cent auf 0,05. Aber ganz offensichtlich hat das Unternehmen auch den Boden gefunden. Und bei einer Gold- und Silberaktienrallye kann das dann natürlich dann wieder passieren, dass das alte Hoch hier von 2021 auch schnell wieder rausgenommen wird. Wer weiß. Das war ja nicht viel anders hier, auch hier von Anfang 2020. Das wird das Corona-Tief sein. Und das ist fast identisch mit diesem Tief. Also jetzt haben wir im Grunde nochmal die Chance, kriegen wir nochmal genau dieselbe Chance, die wir schon 2020 hatten. Ja, warum erwähne ich die Goldaktie? Weil sie eben attraktive und große Projekte hat. Moment ist natürlich nur eine sehr frühe Phase, haben dementsprechend noch keine signifikanten Entdeckungen gemacht, aber das kann sich natürlich alles ändern mit der Zeit und dann, wenn dann Entdeckungen kommen und dem Markt die Größe etc. bewusst ist, kann das noch dementsprechend auch diese Aktie dementsprechend eine Rallye hinlegen. Also das Goldprojekt Wildling liegt im Zentralfundland, wie Sie auch auf der Karte links unten sehen, und umfasst 23.600 Hektar in separaten Blöcken, die als Wildling, Nöhl, Paul, Crystal Lake und Intersection bezeichnet werden. Die Goldmineralisierung bei Red Orsch mit einem Potenzial für weitere Ausdehnung.
Also die Zone Red Orsch, die auch in dem Gebiet liegt, haben sie Bohrergebnisse auf 0,5 Meter, 81,52 Gramm pro Tonne, auf 42 Meter 0,757 Gramm, einschließlich 15 Meter auf 1,01 Gramm. Man muss dazu wissen, dass das Marathon Gold Valentin Lake Projekt mit 4,8 Millionen Unzen ganz nah an das Gebiet angrenzt. Also das ist einfach eine ganz interessante Lokation. Und mehrere VMS-Lagerstätten mit definiten Ressourcen, Explorationsmöglichkeit haben sie von dem Unternehmen Nordzinks erworben. Das sind also plus 352 Quadratkilometer und zusammen haben sie 1,375 Millionen Lips, also Pfund, oder halbe Pfund, das weiß ich nicht genau, aber eine ziemlich große Menge ist es jetzt an der Stelle. Zink-Äquivalent mit 13,4% Zink inklusive 215.000 Unzen Gold. Das heißt, für diese 3,85 Millionen Unzen sind zumindest haben sie diese 3,75 Milliarden Lips Zink-Äquivalent und die 215.000 Unzen Gold. Da ist das potenzielle Gold in den oberen Projekten noch gar nicht mit eingerechnet. Das heißt, und das für 3,85 Millionen Marktkapitalisierung ist auf alle Fälle schon mal ein Wert. Und dann haben sie noch das Buffalo Hills Property mit 4.800 Hektar. Das befindet sich 400 Kilometer nordwestlich von Edmonton im Buffalo Head Region von Alberta. Also nochmal zusammengefasst, das Attraktive vielleicht an dem Unternehmen ist eben die Lage, Neufundland in der Nähe von etablierten Goldunternehmen mit schon real vorhandenen Ressourcen, eben diese 215.000 Unzen Gold und diese 1,375 Zink mit hochgradig 13,4%. Dann dieses Erweiterungspotenzial hier, diese Zone Red Orsch und dann eben das Riesengebiet Goldprojekt Wildling mit einem ziemlichen große Menge, also 23.600 Hektar und das für 3,85 Millionen, also ja, also das ist meines Erachtens sehr interessant. Der Chartverlauf sieht auch gut aus. Natürlich ist das Ganze sehr hohes Risiko. Man steckt nicht drin, was tatsächlich da gemacht wird, ob das Management das vielleicht verkauft, ob sie weiter kein Glück haben mit den Bohrergebnissen etc. Das ist eben als Gamble eben zu betrachten. Das muss man natürlich wissen. Aber immer wieder kommt es vor, wenn es jetzt zu einer Goldrallye werden kann, dass gerade solche Aktien überproportional gut laufen. Das ist im Prinzip der Joker. Aber es muss natürlich zu einer Goldrallye kommen. Also Sie müssen eben erwarten, dass jetzt demnächst auch eben, wie auch der Statist vorher gezeigt, in den nächsten Monaten 2.000 Dollar nachhaltig durchbrochen wird und das dann vielleicht Richtung 2.400 in der Spitze gehen und wo es dann solche Aktien bewertet. Natürlich sehr hohes Risiko, wie immer keine Kaufempfehlung, doch meine ich mal einen Blick wert auf diese Aktie, die sich mal anzuschauen. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich mich damit beschäftige. Das war dieser Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Da gab es eben diese schockierenden Entwicklung hier von 5 Cent auf 19 Dollar, von 10 Cent auf 36 Dollar, von 20 Cent auf 40 Dollar. Also teilweise um das bis zu 400-fache gestiegen, was im Goldaktiensektor immer wieder ab und zu vorkommt, aber da auf relativ breiter Basis. Also absolut möglich, aus 1.000 Dollar eine Viertelmillion Dollar in der Phase zu machen. Das Problem ist natürlich, solche Phasen sind nicht oft da. Wir hatten jetzt eigentlich mehr oder weniger 10 Jahre stagnierenden Bullenmarkt und alle Indizien weisen darauf hin, dass wir einfach einen starken Anstieg im Bereich Goldaktien stehen. Ähnlich wie in den 1970er Jahren. Nur heute sind die Goldaktien insgesamt unterbewertet zu den tiefsten Punkten von den 1970er Jahren. Theoretisch braucht Gold sich eigentlich nur etwas bewegen, Richtung 2400, wie ich erwähnt hatte, und wir müssten teilweise ähnliche Entwicklungen sehen, weil wir eben tiefer sind als in den 1970er Jahren, was auch überhaupt keinem bewusst ist. Also was macht man? Man kauft eben Penny Stocks mit großen Ressourcen und hofft, dass der Markt eben das eines Tages dann bewertet und dass das große Geld reinfließt. Ich meine, so wie beispielsweise Bill Gates die ganzen landwirtschaftlichen Flächen in den USA eben aufkauft,
könnten sich die Leute mit den tiefen Taschen auch dazu entschließen, diesen ganzen Explorationsmarkt etc. aufzukaufen, einfach um so indirekt auch an zusätzliches Gold und Silber zu kommen. Und das könnte eine riesen Kaufwelle und Übernahmewelle etc. auslösen. Aber man muss natürlich davor, bevor das passiert, da drin sein. Ja, 1000-Wecker-Report. Also wir sortieren das Ganze nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen den Potenzialfaktor aus der Anzahl der Unzen, dem Länderrisiko, Grad des Goldes etc. Wir haben auch eine Exit-Strategie, also was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist. Bei Interesse kann ich Ihnen auch einen Portfoliovorschlag, persönliche Beratung auch anbieten. Das Ganze finden Sie auch unten verlinkt, im YouTube-Video. Ja, Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft ist einfach Unternehmens und jederzeit in Gold und Silber gekommen, lagert ihr Gold und Silber in der Schweiz ein und ein Zollfreilager, Sie können es jederzeit verkaufen, sich ausliefern lassen, ist einfach ein Werkzeug, falls es bei den anderen Edelmetalle-Händlern da eng wird, dass es Abgabegrenzen gibt oder lange Schlangen, was auch immer, die sind zu jeder Zeit ausreichend physische Ware gekommen. Immer erst Preisvergleich, wie Portale benutzen, Gold.de. Dann, mit welchem Broker kann man in der US arbeiten, in der EU arbeiten, welchem Broker in der Schweiz. Wo kann man Edelmetalle in der Schweiz und Liechtenstein lagern? Langfristcharts von Gold, Silber, Uran, anderen Rohstoffen, Goldaktienindexcharts, GoldGDX und GDXJ, Goldaktien-Goldratio, Buch über Goldaktienbewertung, weitere Diskussionsforen wie CUACA sind verlinkt. Also das ist da die meist aufgerufene Seite in dem Sektor. Da wird jede Aktie eigentlich diskutiert. Das ist mal ganz interessant reinzugucken aus meiner Sicht. Dann ja Informationen von eben Chartisten, von Experten. Ja, wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregung haben, können Sie mir eine Mail schicken oder rufen mich an. Sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich Sie dann kontaktieren. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Und gerne auch ein Like hinterlassen, weil das würde insgesamt den Algorithmus unterstützen. Und dann werden die Videos auch eben anderen Nutzern vorgeschlagen, die diesen Kanal noch nicht kennen. Also nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.